Willkommen zurück. Heute wieder eine schöne Runde Balatro und das auf einem relativ hohen Schwierigkeitsgrad. Viel Spaß. So, ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen weitergespielt und mich ein wenig durch die Schwierigkeitsgrade gegrindet. Aktuell stehen wir bei Purple Steak und wir gehen einmal durch, was die anderen alle machen, damit wir so sehen, mit welchen Schwierigkeiten wir heute uns befassen. Wir spielen Blue Deck, das heißt, wir haben eine Hand mehr pro Runde, finde ich immer ganz angenehm und sonst keinerlei weitere Einschränkungen. Also White Steak, Base Difficulty haben wir ja am Anfang schön durchgeknallert. Dann kam Red Steak dazu, da verdienen wir kein Geld mehr beim Small Blind. Auch das nicht ganz so schwierig. Bei Green Steak geht der Score immer ein bisschen höher als bei White. Das heißt, wir müssen höhere Punkte erreichen. Das macht es dann schon ein bisschen anstrengender. Dann haben wir Black Steak. Der Shop kann Eternal Joker beinhalten. Eternal Joker kann man weder verkaufen, noch können sie zerstört werden. Das kann in manchen Fällen ein tierisches Problem sein, weil man muss sich dann für Sachen entscheiden, die man später vielleicht bereut. Es kann manchmal aber auch ziemlich geil sein. Zum Beispiel, wenn man das kombiniert mit Jokern, die eigentlich andere Sachen zerstören. Und das geht nicht, also, ne? Ihr wisst schon. So, da haben wir noch Blue Steak dazu. Man verliert ein Discard. Das ist keine schöne Sache. Ich liebe meine Discards und deswegen ist es doof, wenn die weg sind. So, jetzt steigen wir noch eine Nummer höher. Purple Steak. Die Scores werden noch höher. Also, wir schauen uns das an. Springen rein. Und hier sieht man noch am Anfang ist alles relativ gleich. Also wir haben 300, 450, 600 so. Ante 1 ist also noch der absolute Standard. So, hier kriegen wir natürlich kein Geld. Wir können uns aber den Double Tag sichern. Und das kann bestimmt nachher mal ganz gut werden. Weiß ich nicht, für einen Polychrome Joker oder sowas. Oder Negative. Oder für extra Money oder so. Den extra Voucher wollen wir uns nicht holen. Starten also direkt rein in den Big Blind und haben hier schon fast eine Straight liegen, haben aber auch fast einen Flush liegen und Flush ist ja immer ein bisschen mehr wert. Wenn man ihn zieht. Weil das geht schon mal gut los. Und ihr seht ja auch, wir haben nur noch zwei Discards, ne? Also, du musst schon ein bisschen auf das Herz der Karten hören. So, 300 Punkte. Da liegt aber zum Glück schon der nächste Flush. Zack. So, also drei Hände, $3, $4 kriegen wir, glaube ich, für den Boss. Dann sind wir bei 7. 4 haben wir noch, sind 11. Riffraff. Ist das nicht unbedingt mein liebster Joker? Weil er kreiert zwar jede Runde für dich zwei Joker, aber immer Common Joker. Also immer die niedrigste Qualität. Aber was willst du machen? Was willst du machen? Nächste Runde. So, sobald wir jetzt The Window aktivieren, kriegen wir zwei neue Joker. Lass es was Geiles sein. Komm. Ja. Swashbuckler gibt uns einen Mult auf alle links von ihm liegenden Joker, deren Verkaufswert. Das ist in dem Fall gar nicht so schlecht, weil das Ei kriegt ja pro Runde $3 dazu. Das heißt, der Mult hier würde immer weiter steigen. Ist doch schon mal gar nicht so verkehrt. So, was haben wir hier? Wir haben hier fast einen Straight Flush liegen. Wir haben auch Trips, ne? Wobei Diamonds halt... Diamonds werden nicht gern gesehen. Gucken, vielleicht kriegen wir das halt trotzdem irgendwie aufgerollt. Nee, schade. Also, wir spielen einmal so. High Card Queen. Der Chance auf den Straight Flush. Nee. Das ist natürlich Mist. Jetzt kann ich nicht mal mehr den Flush spielen. Jetzt spiele ich die Straight. Aber durch den Mult wird das wahrscheinlich gut werden, ne? Guck mal. Durch den Mult klappt das. Ei steigt um $3 Verkaufswert. Damit steigt auch unser Pirat. Und Swashbuckler kann nächste Runde nochmal gut agieren, denn wir haben noch zwei freie Plätze. Scholar mag ich eigentlich auch. Scholar ist so Aces. Geben extra Chips und extra Mult. Aber wir holen uns erstmal das Jumbo Arcana Pack. Common Joker wollen wir nicht. Glass Card ist schon mal ganz gut. Two random cards. Zwei Bonuskarten. Das Problem ist ja, dass wir noch keine Richtung haben, mit der wir uns irgendwie verbinden wollen. Ich
würde die Bonus-Cards eigentlich gerne nehmen. So, ich nehme schon mal Spades. Vielleicht können wir was Spade-Flush-mäßiges spielen. Die 10 Dollar lassen wir. Für die 2 Interest. Rerolls at the next job. Ja, nee. Das ist ja, wir haben ja den Double-Tag. Wenn ich mir das jetzt hole, kann ich zwar zweimal rerollen, finde ich aber nicht so geil. Das hier lohnt sich auch nicht so richtig. Also wir werden Ante 2 einfach durchspielen. Wir haben zwei neue Joker bekommen. 10er, 4er. Cool. Spiele ich ganz gerne. Und Per gibt 50 Chips. Ja, das ist natürlich jetzt auch nicht so der krasse Joker. Du sollst natürlich rüber. Genau, guck mal, jetzt macht nämlich Swashbuckler schon 10 Mult. Und 10 Mult ist schon mal gar nicht so verkehrt. So, wir gucken mal flashmäßig, was uns das hier bringt. 10 und 4 haben wir leider nicht mit dabei. Aber der Flash sieht doch auch ganz gut aus. 1000 Punkte. Na. Mit 2 Pair kommen wir schon fast durch, ne? Schauen wir nochmal, ob wir einen Flush finden. Ja, nee, finden wir nicht. 2 Pair haben wir auch nicht. Also wir gehen... Wir spielen Pair of Queens. Dann kriegen wir nämlich den Bonus vom Joker. Vielleicht reicht das schon. Ja, locker. Locker flockisch. Fantastisch. So, da sind 5 Dollar für uns. Full House ist das erstrebenswert. Ich weiß nicht so richtig. Das Pair will ich schon mal verkaufen. Was haben wir hier? Das ist der Eternal Joker. Der hat dieses Unendlichkeitszeichen da auf sich drauf geballert. Das heißt, nee, ich gehe nicht weg. Mich wirst du nicht mehr los. Und 10 Mult für einen Flush? Ja, nee. Ich glaube, das ist nicht der Eternal Joker, den ich unbedingt spielen möchte. Mehr Interest. Wir haben jetzt noch keine Hand, die großartig Economy aufbaut. Von daher finde ich das jetzt auch nicht so spannend. 10, 4 lasse ich. Den lasse ich. Lass uns mal in die nächste Runde reinspringen. So, wir bekommen Spades. Gibt uns Mult. Ja, ich höre euch schon. Ich höre den Chat schon. Nein, jetzt nicht auf Clubs gehen. Doch, wir gehen auf Clubs. Weil wir haben schon 4 Clubs. Was soll passieren? Dass wir nichts treffen? Ja. hier ist keine 4, keine 10 mit dabei. Die 2 Jacks lasse ich mal. So, da haben wir 2 Pair. Das müsste doch auch reichen. Guck mal, da müsste der doch... Den haben wir verkauft. Stimmt. Ah, nee. Das reicht trotzdem locker. Locker. Wir haben jetzt schon 17 Mult. Eternal Joker. Der ist neu. Earn $1 at the end of round per unique planet card used this run. Wie viele Planet Cards gibt's? Viele, ne? Das Problem ist aber, gute Economy Karte. Ich glaube, es gibt... Wie viele Hände gibt's? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und es gibt dann noch Flush House, Flush 5 und 5 of a Kind. Also 13. Man kann 13 Dollar pro Runde gewinnen, wenn man alle Kartenvarianten spielt. Ich würde den kaufen, wenn er nicht Eternal wäre. Oder? Weil hier hätten wir schon die Chance auf 3 verschiedene Planeten. Wären schon 3 Dollar. Der ist uncommon. Der bringt vielleicht auch was für den hier. Will ich den behalten? Will ich auf Spades gehen? Ja, auch so eine Frage, ne, die man sich hier gut stellen könnte. Komm, wir probieren es. Warum nicht? Warum nicht? Wie viel bringt der? 3 nur. So, den holen wir uns. Also straight haben wir schon. Flushes wollen wir auf jeden Fall spielen.
So, nächste Runde. First Hand ist drawn face down. Was auch schon wieder schwierig ist, wenn man... Ja? Guck mal, das könnte da was werden. Was auch schon wieder schwierig ist, wenn man bloß zwei Discards hat. Aber four of a kind. Wer will sich denn da beschweren, bitte? Geil. Gib mir four of a kind. Jede Runde. So, Satellite bringt uns $3. Ein Interest hatten wir übrig. Guck mal, 22 Döllerchen schon übrig. Fantastisch. Creates a rare Joker, sets money to zero. Kann ich mir nicht kaufen, weil wir alle Joker gerade voll haben. Add Polychrome to a random Joker, destroy all other Jokers. Oh, das wäre ganz geil. Warte mal, kriegen wir das irgendwie gebacken? Blue Seal ist auch nicht so schlecht. Ich hab Bock drauf, ne? Ich hätte Bock, den hier zu polychromen, weil er dann einfach gar nicht mehr so verkehrt ist. Also Money Machine. Das Problem ist nur, überleben wir überhaupt die nächste Runde, wenn wir alle anderen verkaufen. Wir haben nur den, wir haben dann nur den. Wahrscheinlich nicht, ne? Ist wahrscheinlich. Ah, es geht sich leider nicht aus. So, sets money to zero habe ich auch gerade ein wenig Interesse dran. So, also Karte muss in der Hand behalten werden. Lucille ist immer nicht schlecht. Lass uns mal schön Planeten farmen. One discard mehr. Ja, gib mir das. Lass uns mal den einen Interest behalten oder lass uns mal direkt 4 Tarotkarten reinknallern. Da bin ich doch zu haben. Legendary Joker. Legendary Joker hat, glaube ich, einen guten Verkaufswert. Ah, Tabulé. Okay, Tabulé ist aber nicht verkehrt. Played Kings and Queens each give times 2 Mult. Ist okay, bringt $10, macht den hier nochmal schön hoch. Wobei der X natürlich eigentlich immer hinter dem Plus stehen sollte, ne? Aber ich glaube, in dem Fall könnte das eine Ausnahme sein. Wildcard, Multcards, Joker, Random. Nee, brauchen wir nicht. 2 Tarotkarten kreieren. Guck mal, das machen wir mal. Holen uns die nächsten 2. Ah, Moon und Star, leider schlecht. Das entscheidet nur über die Suit. Links wird zu rechts, das ist schon mal super. Eine Goldkarte ist auch nicht so verkehrt, eine Steelkarte ist auch nicht verkehrt. Diamond und Clubs. Wir sind jetzt wieder farbenunabhängig, weil wir den Joker verkauft haben. Also bringt mir leider nichts. Steel. Und wir wollen jetzt ein bisschen auf Könige gehen. Sehr gut. Bringt jetzt leider nicht den gewünschten krassen Erfolg, aber ist nicht so wild. Zehner, Vierer haben wir gar nichts. Also wir haben aber 8, 7, 6, 5. Ah, da ist die 9. Wir haben aber auch den Flush Draw. Oh, das ist straight auch schon auf Level 2, von daher auch das könnte schon gut Punkte bringen, klar. Jawohl. Zack, wunderbar. Das Ei wächst und gedeiht. Praktisch jetzt gerade zu Ostern. Den nehmen wir. Müsste der einen ansteigen, ne? Auf 4, genau, perfekt. Oh, Bootstraps. Finde ich auch nicht verkehrt. 2 Mult for every 5 Bucks. Das haben wir ja in der Moneymaker Challenge gemacht. Das war fantastisch. Earth haben wir noch nicht. Jetzt sind wir hoch auf $5 pro Runde.
Play only one hand type this round. Die sagen Flash me. Nee, was ist das denn jetzt? Ja, komm schon. Oh, Glück gehabt. Ah, wenn die gehalten wird. So, vielleicht reicht das ja schon. Ja, reicht. Fantastisch. Perfekt. Also dann, use me, klar. Straight Level 3 bringt uns keinen extra Dollar, weil wir das Ding schon hatten. So, Free of a Kind haben wir aber noch nicht. 6 Dollar pro Runde. Naja, ich glaube, wir kriegen da was raus. Seed Money für extra Interest. Das könnte schon eine ganz gute Kombi sein, um eine Menge Geld zu machen. Frage ist nur, wie lange wir überleben. Und Voucher brauchen wir jetzt nicht unbedingt. 10k schaffen wir noch locker. Und ich, warum ich wieder nur auf Flashes gehe. Aber manchmal hat man so das Gefühl. Was wären das sonst? 2-Pair? Nee, 2-Pair bringt uns nicht so viel. Straight bringt eigentlich auch noch ein bisschen mehr, glaube ich, jetzt. Was auf Level 3 haben. Ja, nee, klar. Oh. Das bringt mehr, ne? Schön den Mult abgreifen. Guck mal. Wahnsinn. 20k. Jetzt wäre der Joker doch nicht so schlecht. 2 Mult pro 5 Dollar, die wir haben. So ein Mega Arcana Pack. Das ist alles schon aufgelevelt, nur das bringt uns noch Dollar mehr pro Runde und Jupiter, weil wir ja doch ein bisschen flash-orientiert sind. Shop has a rare Joker. Rare Joker könnte sowas wie Campfire werden. Naja, ich hätte halt gerne irgendwie ein Negative. Dass wir auf ein Negative drauf kommen. Hier haben wir schon mal 2 Vierer, das ist nicht verkehrt. Und 2 Asse. 2 Vierer, eine 10. Ich bin das mal für einen doppelten Bult. Okay. Spielen den Flash mit 4 und 10. Das. Ach! Ich dachte, das reicht schon. Gut, das war natürlich dann ein bisschen. War kalkuliert. Das auch gerade. Wo sind wir denn jetzt? Wie viel 9? Wie viel 6 haben wir noch? 2, 9, eine 6. Flash-mäßig wird das nichts. Straight-mäßig auch nicht. Ich habe Probleme damit, wenn ich mich so verkalkuliere. Aber kriegen wir trotzdem hin. Hätte man mehr Geld raus haben können. So, Eye auf 26 Dollar. Retrigger all health, all card held in hand abilities. Mega Arcana Pack, nehmen wir, klar. Diamonds. Crease. Ah, wir haben leider keine Queen. Da hätte man das nutzen können. 2 Bonus Cards. Destroy 2 Cards finde ich auch gut.
das würde den Flash nochmal ab. Ableveln. So, dann machen die zu Bonus-Cards. Und ja, wir haben bloß noch 12 Diamonds. Das war natürlich Quatsch, die hätte man wegmachen können, ne? 14 Spades. Schneespiel wäre noch nicht so häufig. Könnte sich da noch gut entwickeln. Aber so kriegen wir noch einen Dollar mehr. Start with zero discards. Okay, das könnte schon der Neckbreaker sein jetzt hier. An der Stelle. Ein Flash oder Straight, alles andere ist so ein bisschen quatschig. Guck mal, wenn ich die discarde, dann habe ich immer noch die Chance auf Straight und Flash. Ja gut, da ist die Straight schon mal. Mit zwei Mult-Cards plus Steel. Das gibt Punkte. Das reicht sogar schon. Yes! Okay, ich dachte, das wäre schon der Endgegner. Oh, perfekt. 19 oben drauf. Lass uns mal schauen. Ah, die neuen Blinds sehen wir noch nicht. Und Card Slot. Ja, ist nicht verkehrt. Lucky Gold. Wo wir eigentlich auch kein Geld brauchen. Ah, manchmal. Manchmal ist es schwierig. So, Overstock, dann kriegen wir hier oben noch eine neue Karte dazu. Choose 2 plant card. Ist die Frage, kriegen wir die 37k locker hin? Ich sage nein. Ich sage, wir sollten vielleicht aber abwarten, ob wir noch ein bisschen was Besseres kriegen, was Joker-mäßig oder so vorhanden ist. Ja, das sieht... Discarde so ungern eine 4 jetzt hier an der Stelle. Vor allem, wenn wir danach wieder nur Diamonds ziehen, ne? Da könnte man doch schon ein bisschen... So, völlig egal. Der Goldkarte. Die Straight hinterher mit der 10. Ja. Wie viel Herz haben wir noch? Noch 9 Herz. Ich will die Könige eigentlich nicht discarden jetzt. Komm, gib mir ein Herz. Yes. Ach nee, war gar nicht. War gar nicht. Warte mal. Warte mal, was ist mit 2 Pair? Kriegen wir 2 Pair durch? Ist Level 3. Bringt auf jeden Fall gute Mulls rein.
Ja, locker. Locker Flocko, da spielen wir mal richtig schön arrogant. Nochmal ein High-Card Ace hinterher. Hätte man auch wieder besser spielen können. Aber es ist Wurst. Es ist Wurst. Man muss auch ein bisschen Spaß haben einfach. Diamonds, nee. Ja. Gib mir das. So, das haben wir alles schon. Lass uns mal Free of a Kind nehmen. Jetzt geben wir mal noch einen King oder eine Queen. Gut, danke. Money Joker brauchen wir nicht. 37. Boah, 37 ist eine Hausnummer. Oh, auf was gehe ich? Den Flush, die Straight. Discarden mal die drei. Ziehen die Nut Straight. Schade, haben wir fast die nächste Straight auf der Hand. Oh, ärgerlich. So, was machen wir jetzt? Wir haben die Chance auf Straight, wir haben die Chance auf Flush. Wir haben noch 5 Spades im Deck bei 30 Karten. Wir haben noch 3 Jacks. Und 3 Sechsen. Also haben wir da 6 Outs. 6 Outs gegen 5 Outs. Würde man sich natürlich locker dafür entscheiden. Ich glaube, Straight ist eins höher. Ne, ist beides Level 3. Kriegen halt hiermit noch die mehr gemultet. Ich bin Spade. Oh, da ist es. So, und das spielen wir lieber so als die Straight, denn wir haben die 10 als Mult, wir haben die 4 als Mult, die Queen und den King. Ich glaube, das bringt deutlich mehr als die Straight an der Stelle. 17k. Cool. So, es wird irgendwann Zeit, das Ei zu verkaufen und den Swashbuckler. Und dafür X-Mult. X-Multiplikatoren rein zu knallern. Das Problem ist nur, wir ziehen auch gar keine. Creates a random joke. Ja, das ist immer so. Kann richtig geil sein, kann richtig furchtbar werden. Das gefällt mir schon mal. Wir könnten eine zweite Steelcard haben. Aber ich interessiere mich, glaube ich, mehr für einen weiteren Bonus-King. Dann nehmen wir hier die Steelcard. Dann haben wir doch auch alles richtig gemacht. Beides mit. Ist die Frage, verkaufe ich das ein? Kaufen wir dafür Judgment? Wir verlieren so krass viel Mult. Ich weiß eben nicht, ob wir noch eine Runde durchschicken. Klar. 50.000, okay. Ja. Ganz ehrlich, völlig egal, ob wir da eine Goldkarte haben. Wie sieht es denn eigentlich mal aus mit einem Full House? Sind wir das schon upgrade-mäßig unterwegs? Ich glaube, das ist richtig geil, oder? Ah, richtig geil wäre schon so an die 40 gewesen. Wie viele Kings haben wir noch? 4 Stück. Straight ist also möglich. Ja, da ist er doch. So, die normale Straight bringt wie viele Punkte? 15. 15.000. So, hier hatten wir 2 Pair oder wir hatten 4 Karten auf dem Flush.
Lass uns mal 4 Karten auf dem Flush spielen. Wir haben nämlich noch 6-mal Spades. Spielen wir das Pair, was nicht erlaubt ist. Ist nicht schlimm. Ist nicht wild. Wir haben den Flush zusammen und damit schaffen die Punkte auch. Oh, wieder dieselben Joker. Das kann doch nicht wahr sein. Multen, Lucky. Doubles Money. Money ist gerade nicht das, was uns so wahnsinnig interessiert. Geiler Joker wäre halt was. Und jetzt kommt die Problematik, dass wir Satellite halt nicht verkaufen können und der uns multmäßig, chipsmäßig gar nichts bringt, wenn wir ihn nicht polychrom können. Wenn wir ihn schön polychrom könnten, könnten wir ihn nach hinten setzen und hätten immer den mal 1,5 drauf. So leider nicht. Double Tag für den nächsten Voucher. Nee, das bringt nichts. Aber die 50k haben wir gerade eben schon geknackt. Das werden wir also nochmal hinbekommen. Ah, da wollte ich zu viel. 2 lächerlichen Karten, die ich da ins Rennen geworfen habe. Aber ist nicht so verkehrt, oder? Kriegen wir das noch hier weggespielt? Three of a kind. Den Flush hinterher. Und auch eine gute Chance auf Spade Flush. Ja, ja, wie wenig das bringt. Es ist schon manchmal echt ein bisschen... So, Flush mit 2 Steel Cards. Eieiei, eine Hand nur noch, Leute. Ah, warum habe ich das so schnell weggespielt mit dem King Pair? Das bringt nicht so viel. Also wir haben noch 8 Herz. Davon sind, glaube ich, keine einzigen Mult-Karten mehr. Nee, Straight Flush wird es auch nicht mehr. Diamonds lächeln mich so ein bisschen an mit den 2 Königen, die ja voller Bonus stecken. Ja, da ist schon mal ein Bonus. Oh, locker geschafft. Macht euch mal keine Sorge. Macht euch keine Sorge. Knallern das hier schön durch. Oh Mann, wie soll ich die 75 schaffen? Wie soll ich die 75 schaffen? Wir können überhaupt nicht umbauen. Das ist das Problem. Wir sind so ein bisschen gefangen in der tristen Welt des kleinen Flushes. Ich dreh durch. Also Magician macht was? Not Lucky. Ja, Lucky könnte uns vielleicht noch irgendwie retten. Oh. Eine Polychrome. Eine Polychrome 8. Eine Polychrome Mult 8. Leider nicht wild. So, wie kriegen wir jetzt die 75k hin? Glas könnte eine Variante sein. Nee, da ist der einfach besser.
So, und jetzt sind wir ja bei 100.000 für Ante 6. Und das war ja, wenn ihr euch erinnert, bei White Steak war das Ante 8. 100k war der Endboss. Jetzt sind wir da auf einer ganz anderen Ebene angelangt. Oh, ist das schon wieder ein Traum? Ich finde natürlich keinen einzigen Klapp mehr. Ich habe da sonst gar keine Chance. Auch das bringt leider nichts. Wir haben keine Straight, wir haben keinen Flush. Wir haben keine Discards mehr. Wahrscheinlichkeiten dafür, dass wir einen Klapp ziehen, ist jetzt auch immer noch nicht weiter gestiegen. Wir haben ja eigentlich so gar keine schlechte Geschichte, ne? Wir haben eine Glaskarte, die macht einen Bult, wir haben die Steelcards dabei. Jack spiele, bringt mir das auch gar nichts. Vier Könige habe ich noch. Aber ziehen wir jetzt drei Spades bei vier Karten? Die Wahrscheinlichkeit sagt nein. Das Problem ist aber, wenn wir jetzt noch einen Klapp ziehen, davon ist nichts gemultet. Und dieser eine 1,5er Mult. Bringt das so viel? Das ist so furchtbar. Oh, ist das jämmerlich. Oh, schön bei Ante 6 versagt. Mann. Schade. Nächster Versuch. Das Voucher und... Ja, komm, können wir spielen. Dass ich auch nicht zitter mehr, ne? Reicht das? Ja, gerade so. Die 3 Dollar nehmen wir mit. This Joker gains 8 chips when each played 2 is scored. Weiß ich nicht. Können wir 2 Joker holen?
first hand of round is a single six. Destroy it and create a spectral card. Okay. Lass uns das mal probieren. Da habe ich auch noch nicht keinerlei Erfahrung mit diesem Joker gemacht. Hm. So, das skippen wir. So, wir versuchen jetzt natürlich irgendwie eine Single 6 zu bekommen, oder was? Die Straight haben wir nämlich da liegen, eigentlich ja ganz geil. Außerdem müssen wir discarden, um den plus 15 Mult-Bonus zu bekommen. Das klappt leider überhaupt nicht. Aber ist ja nicht so wild. Dann spielen wir eben das Full House. Guck mal, mit dem plus 15 Mult sofort. Ab zum Mond, ey. Even Steven, warum denn als Eternal bitte? Kann ich ja nicht mal verkaufen dann. Full House und Free of a Kind. Schade, dass man da die Karte nicht nehmen kann jetzt. Voucher brauchen wir nicht. Eine Single 6, da ist eine Single 6. Zack. Single 6 ist weg. Add negative to one random Joker, minus one hand size. Der bringt uns halt nicht lange was, ne? Der bringt uns sechsmal was, viermal was. Dann sind die Sechsen weg, dann ist Ruhe. Der, wenn der negativ ist, nimmt der zumindest den Platz nicht mehr weg. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Wunderbar, 1400 Punkte. Sehr, sehr gut. Dann haben wir aus dem schon mal so viel rausgeholt wie möglich. Eine Wildcard, ja, nehmen wir mit, klar. Kana Pack nehmen wir mit. Haben wir schon von irgendwas mehr? Nee, ne? 4-4-4-4-4. Nur die 6 ist weg. Ich kann auch keine weitere 6 kreieren hier an der Stelle. Dann würde ich sagen... Earn 5 bucks if poker hand is a 2-pair. Poker hand changes every round. Ist auf jeden Fall besser als der. Also wir müssen discarden und hoffen, dass wir eine 6 ziehen. Ah, wieder keine 6. Das kann doch wohl nicht wahr sein. So, du wirst eine Wildcard. Da ist das Full House. Ah, ich habe nicht nachgeguckt. Was wäre es denn gewesen? Two Pair wär's. Für 5 Dollar. Schöne, saftige 5 Dollar hätte ich mitnehmen können. So, das ist gar nicht verkehrt. Das könnte uns auf jeden Fall die Sechsen immer bringen. First. Mhm. Hier war das die erste Hand. Ist eine einzige Single 6 erfüllt. Create 2 copies of one selected card in your hand.
So, du möchtest 2-Pair haben. Ich könnte mir vorstellen, dass das 2-Pair ist. Aber wir müssen das Risiko, glaube ich, jetzt noch gar nicht eingehen, oder? Spielen das einfach so. Jetzt brauchen wir auch kein anderes Risiko mehr eingehen, obwohl wir ja wissen, dass das 4 of a kind ist. Und möglicherweise 5 of a kind. Ja, schade. Aber das reicht natürlich trotzdem. So, jetzt haben wir nur noch 2 Sechsen drin. Der Joker wird irgendwann obsolet. Hand Size 1 mehr. Ja. Was kann es Besseres geben? Und Jumbo Arcana. Wir können die hier auf jeden Fall schon mal vermehren lassen. Und dann Tarotkarten kriegen wir nicht hin, weil wir da oben noch eine stehen haben. Wie viele Könige haben wir denn? Wir haben noch 5 Könige. Wir haben 6 Queens. Wir könnten aber 7 Könige draus machen. So, das ist nicht... Pass auf, lass uns das mal im Kopf einmal kurz durchgehen. Also, der funktioniert nur noch 2 Runden. Der funktioniert nur noch 2 Runden. Der ist auch sehr, sehr begrenzt. Den könnten wir negativ nehmen. Und den brauchen wir auch nicht ewig. Wir müssen halt durchkommen. Das ist das Ding. Wir müssen irgendwie durchkommen. Wir haben halt nichts, was bringt. Das bringt einmal 15 Mult. Und das war's. Gib mir eine 6. Medium, Purple Seal. Creates a Tarot Card when discarded. Das sehe ich doch hier. So. Du möchtest was haben? Ein Paar. Hier haben wir ein Paar liegen. Das spielen wir, nehmen die 5 Dollar mit. Und jetzt müssen wir uns darum kümmern, dass wir schön genügend Pünktchen zusammenbekommen. Und discarden das hier und haben dann nur noch High Cards. Jetzt haben wir hier eine Steel Card. Guck mal, das ist auch fantastisch. Also, dann spielen wir unser Full House mit ein paar gemulteten Karten. Yes! So, jetzt müssen wir uns eine Hand noch spielen und dann müssen wir uns langsam um den Umbau kümmern. Lass uns mal schauen, was hier dabei ist. Vielleicht können wir den... Oh, ist das furchtbar, ey. Ich wollte sagen, vielleicht können wir den Umbau schon vorantreiben. Aber das ist Kraut und Rüben. Das ist alles furchtbar. Alles furchtbar. Das ist eine Katastrophe. Wie sollen wir denn hier umbauen jetzt? Gut, den Big Plan schaffen wir vielleicht noch. Dann ist aber wirklich Schluss.
Warum nicht die 6? So, was möchtest du denn eigentlich noch? Ein Flash? Kriegen wir ein Flash hin? Nee. Nee. So, Five of a Kind. Keine schlechte Hand. Zehn und vier ist okay, ist kein guter Joker, leider. Decreased level of played poker hand. Oh, das Problem ist, ich will ja jetzt das nicht kaufen. Ich will 10 und 4 nicht kaufen. Erstmal, wir spielen nicht großartig 10 und 4. Wir haben uns irgendwie auf Face Card Kings hingeschossen. Deswegen wäre es gut, wenn wir dafür irgendwas kriegen könnten. So Flushes spielen wir auch nicht oft. Probieren wir es. Ist schon mal ganz gut, wenn man mit 4 Kings anfängt, glaube ich. So, was möchtest du? Flush möchtest du? Das sind viele Könige, warte mal. Das ist von 18. Also wir wollen in Flush spielen. Für die 5 Dollar. Ja, das hätte ich gern gehabt. Das hätte ich gern mitgenommen jetzt. Haben aber leider keinen Discard mehr. Wir haben aber so ein paar Multkings. Mit einer Steel Card, das müsste auch noch reichen, locker. Locker, komm. Boah, man wünscht sich, dass der Umbau irgendwann stattfinden kann, ne? Aber es einfach, will einfach nicht. Einfach keinen Bock für den Umbau. So, ein weiterer König. Ja. Five of a Kind, Planet X. Sehr gut, das gibt uns schon mal noch Möglichkeiten. 10k, Double Tag bringt gar nichts. Das sind sehr, sehr wenig Könige für die Anzahl an Königen, die wir im Spiel haben. Was möchtest du? High Card. High Card kriegen wir hin. Wenn wir die 6 spielen können. Wir haben noch eine, ne? Eine 6 ist noch im Deck. Mann, warum kriegen wir die nicht? Jetzt wird es schon echt knapp, ne? So, die Bohne ist weg. Der Umbau muss jetzt kommen. 31 Dollar ist auch okay. 2 Chips. Boah, ich dreh durch, wirklich. Das sind wieder keine Joker, die du haben möchtest an der Stelle. Hermit möchtest du haben, ja. Da gehe ich mit. Vielleicht gibt es noch eine Hermit. Nee, aber auch kein Fool, dass wir es nochmal kreieren können. So, pass auf, wir machen jetzt den Umbau.
Und hoffen wir jetzt, dass wir einen geilen Joker kriegen. Nein! Okay, zwei Chips. Oh, Dessert. Und nochmal zwei Chips. Das ist eine Katastrophe. Okay, das wird spannend. Das wird spannend, ob wir da durchkommen. Wir machen auf jeden Fall eine Menge Chips. Wir haben wenig Mult. Aber wir machen sehr, sehr viele Chips draus. Wir knallern mal richtig viele Chips hinterher. Das Einzige, was wir haben, ist Three of a Kind, Full House und Four of a Kind. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Guck mal, haben wir schon. Wir hätten auch Zehner und Vierer spielen können. Eieiei. Ja, man darf natürlich die 15 Mult nicht vergessen, ne? Ganz klar. So, jetzt geht's aber nochmal hoch. Mit den 15 Mult hinterher. Verdammte Axt, ey. Wie sollen wir denn... Wie soll ich aus der nochmal wieder rauskommen hier? Okay, das ist schon mal ein Anfang. So Ice Cream und so, die bringen uns alle gar nichts. Das ist so krass. Auch wieder nur so ein Überbrückungsjoker, ey, heftig. Play only one hand type this round. Müssen wir vielleicht mit Three of a Kind gehen? Achso, wir haben nur eine Queen drin, also die kann auch weg. Aha. Ja, warte mal. Du wirst eine Goldkarte, damit wir dich nutzen können, damit zwei neue auftauchen, die natürlich super sind. Spades, klar. Glaskarte, super. Achso, nee. Lieber nicht. Lieber nicht. Nur noch eine 5 drin. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine 5 gezogen wird, ist klein. Wir spielen das, damit wir einen König ziehen können. Das sind zumindest 3 Jacks. Keine 9 mehr im Spiel, wir dürfen aber kein Full House spielen. Jetzt spielen wir durch Free of a Kind so, um mehr Könige ziehen zu können. Reicht. Geil. Wir sind völlig am Hintern, aber wirklich komplett.
So, zwei Multen, zwei Bums. Stiel. Warte mal, was können wir denn noch machen? Wir machen halt so den Bullen immer schlechter, ne? Je weniger Geld wir haben. Negative Joker. Wir wollen so viel wie möglich discarden. Obwohl wir das auch nicht machen wollen, weil wir den Rahmen nicht runterbringen wollen. Wir wollen den Rahmen nicht sprengen. So, die Discards sind weg. Das heißt, wir kriegen die 15 Mult oben drauf. Nicht schlecht, guck mal, 82 Punkte mehr als nötig. Fantastisch. Ich hoffe jedes Mal, dass ein geiler Joker kommt, ne? Weil wir haben, seht's, da ist der Tag für den Joker. 2 können wir nutzen. Hearts, Stone Card. 2 Tarot Karten, Speeds. Oh, Fool und Death. Fool und Death ist eine Kombination, die ich so sehen möchte. Weil damit können wir nochmal Könige hinterher knallern. Wo, ich weiß gar nicht, wollen wir nicht eigentlich auch versuchen, Flush 5 zu haben? Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Nope. Ah, Hermit nehme ich an der Stelle gerne mit, weil wir nochmal rerollen müssen für den Negative Joker. Played cards with Spade Suit. Das wird spannend. Machbar. Stilkarten darf man da nicht vernachlässigen, ne? Wir müssten gucken, ob wir noch ein paar Stilkarten hinterher kriegen. So, plus 4 Mult, was für ein mieser Joker. Aber jetzt ist Polychrom noch hinterher. So, Ice Cream bringt uns nicht mehr viel. Vom Boss. Was haben wir denn beim Boss? Haben wir gerade gemacht, ne? Haben wir noch einen König? When discarded. Na, komm. Das ist die einzige, die wir gebrauchen könnten. Was haben wir hier? All Space Cards are debuffed. Ja, ist auch nicht schlecht. Spectral Card würde ich dann vielleicht mitnehmen. Das wollen wir discarden. Das ist auch. Oh, Fool, ist das noch? Achso, das ist Power of a Kind. Wie viele Könige brauchst du? Ja! Nur es passt halt nicht zusammen, ne? Also allein mit dem Herz-Joker, also wir haben fast keinen einzigen Herzkönig.
ansonsten irgendwas haben, was da mal so ein bisschen mitspielt. Plus 8 Mult if played hand contains a pair. Gut, das machen wir jedes Mal, weil 5 of a kind, 4 of a kind contains immer ein Pair. Plus 3 Discards minus eine Hand Size plus 10 Mult. Also plus 3 Discards ist halt nicht so schlecht. Aber bringt halt für den überhaupt nichts, ne? Plus 8 Mult. Minus 1 Hand Size. Dann sind wir wieder beim Ausgangspunkt. Haben wir nicht am Anfang einen gehabt für Hand Size? Ja, Paintbrush. Ich will aber eigentlich meine Hand Size nicht abgeben für ein plus 10 Mult. Skip, skip. Skibbity, skip. Und weiter. Ja, Mega Spectral Pack hätte ich genommen. Chariot macht eine Steel Card draus. Nehme ich. Wie viele Könige brauchst du? Okay. Das war Spade, ne? Guck mal, dann nehmen wir den weg. Packen den mit drauf. Five of a kind. Alles gemultet, schön weggemultet, dann kommen wir auf 100.000 Punkte. 100.000 Punkte ist leider nicht das, was wir bei Ante 8 brauchen. Brauchen wir, glaube ich, 180 oder so. Alle Karten sind considered as Face Cards, ja, wir spielen nur Face Cards. Daher bringt uns das nicht so viel. So, die Hermit können wir natürlich nehmen, klar. Bringt ja alles um ein paar Punkte. Gib mir einen König, gib mir einen geilen König. Nee, der Rest brauche ich nicht. Reroll. Ja, Mult nehmen wir mit. 150 Chips für Four of a Kind. Ey, es bringt alles mehr als das, ne? Bloodstone kommt eigentlich nie zum Einsatz, nie. Wenn wir fast... Wie viele Herzkönige haben wir? Zwei. Wovon einer Glas ist, den wir eigentlich auch nie spielen. All Space, Spade Cards are debuffed. Das ist okay. Oh nein, die Steel 2 ist natürlich auch debufft. Wird es langsam dünn hier. Wir brauchen ein paar Könige, Freunde. What? Wo? Wir haben so wenig Queens noch im Deck. Gib mir einen König jetzt. Wunderbar, okay. Alles klar. Mult geht nicht. Glaskarte. Guck mal,
die ist wild. Wir wollen die eigentlich nicht wild, wir wollen die eigentlich wild. So. Dann ist sie wieder zählbar. Geh nicht kaputt. Yes. Sehr gut. Also mit der Glaskarte dazu 185.000. Das könnte reichen für den Boss. Even Steven. König zählt da nicht mit rein. Also fantastisch. Gut, dass wir das haben. Was haben wir eigentlich als Boss? Was haben wir gerade gemacht? Mann, dass ich jedes Mal nachgucke, wenn ich den Boss gerade geschafft habe. Das kann doch nicht sein. Er hat Purple Seal. Mhm. Okay. Er hat Negative. To a random job. Minus 2 Hand Size. Ja, vergiss es. Suit. Das bringt halt alles gar nichts, Freunde. Und discarded. Nicht mal noch irgendwie ein guter Joker kommen. Super, three levels, ne. Danach kommt Polychrom. Danach kommt ein polychromer Joker. Das ist so krass. Denn der geht uns langsam auch aus, ne? Der hat jetzt nicht mal mehr 1,5 als Mult obendrauf. Eieiei. Ist schon komisch, dass so eine High-Card plötzlich auch so viel bringt, ne? Wir brauchen einen schönen X-Mult. Einen schönen X. Wir sind bei Ante 7. So, Hanged Man haut uns wieder Karten aus, die wir nicht gebrauchen können. $120 mehr. Ey, weg damit. Sind wir? Big Blind von 135.000. Der Endboss hat 180. Und das bei Ante 7. Drawn face down after each hand played. Angst, der Könige wegzuschmeißen, ne? Aber haben wir denn überhaupt noch so viele Asse? Ja, drei Stück. Vier Stück. Vier Asse noch? Ah! So, wir skippen und holen uns den Polychrom. Ich nicht weiß, ob wir das schaffen werden. Der Anfang ist schon mal gar nicht so schlecht mit zwei Steel-Karten. Oh, warte mal. Dann werden wir das auf jeden Fall glasifizieren. Bevor wir das hier alles wegschmeißen.
So, wir haben 4 Joker. Ja, okay. Spielen wir einfach mal High Card 9 für 14.000 Punkte. Hier wissen wir, das ist kein König. Also spielen wir die nochmal. Für 13.000 Punkte. Das ist auch kein König. Spielen wir nochmal. Das könnte ein König sein. Jetzt ist es Daumen drücken. Mit 3 Steel Cards. Einer Glass Card. Sein König. Nein, es ist ein Jack. Oh, 225.000 Punkte. Und jetzt gibt mir einen richtig geilen X-Mult. Jetzt gibt mir einen richtig geilen Polychrom. Bitte. Freunde, macht's nicht extra spannend jetzt. Also mal ehrlich. Dreh durch. Ja. Der ersetzt den natürlich, klar. Es hätte so viele... Es hätte so viele geile Möglichkeiten gegeben. Aber ist nicht schlimm. Ist nicht so wild. So, 25 Dollar dazu. Wir können natürlich jetzt nochmal risky mäßig unterwegs sein und können sagen, weißt du was? Blue Joker ist raus. Wir kreieren einen neuen. Okay, der ist abgrotig, abartig schlecht. So, das ist nicht verkehrt. Guck mal. So, jetzt starten wir in Ante 8. Ante 8. Mit 1.000.000. Du willst mich wohl komplett verrollen, oder was? Nee, wir rerollen den Boss. Lips and Shuffles all Joker Cards. Ach Gott. Wenn wir jetzt das Mega Buffoon Pack nehmen, können wir uns noch 2 Joker aussuchen. Komm, wir machen das. Ich zieh das durch jetzt. Gib geile Joker. Wir besitzen keine Queens mehr. Kann nicht wahr sein. Nee, es ist ein toller Joker, klar. So sehe ich mich natürlich dann beim... Ich dreh durch, wirklich. Es ist ja eine absolute Katastrophe. Aber passt auf, wir machen mal jetzt eine richtig geile Nummer draus. Wir machen da jetzt mal eine richtig gute Nummer draus. So, das ist eine Menge Glas. Sagt ihr natürlich. Und damit habt ihr absolut recht. Wir diskarden das auch nochmal. So, wir spielen eine 10. Wir spielen eine 10 auf Game Speed 1.
um zu sehen, wo sind die Mulz? Wo sind die Mulz? Hier ist der 1,5 Mult, hier ist der 1,5 Mult. Die beiden müssen also nach hinten. So. Und jetzt lassen wir die Kasse mal klingeln. Jetzt lassen wir die Kasse klingeln und sagen Settings wieder zurück auf GameSpeed 4. Zeig mir alles, was du hast. Mit drei Glaskarten. Und wenn das... warte mal. Warte mal, stopp. Ich bin da auch noch unsicher. Wir haben noch so viel... Wir haben noch Stilkarten drin, ne? Wir haben noch Stilkarten. Wir haben noch ein paar Stilis. Wir haben noch einen Stil rumliegen. Da ist ein Stil. Jetzt haben wir vier Glaskarten. Vier, fünf. So, das knallt jetzt. Freunde. So, viermal Glas, einmal Stahl, 2x-Mult. Letzte Hand. Wir brauchen 300.000 Punkte. Ich glaube, wir schaffen es locker. Mark my words. Boom! Yeah! Das war Purple Steak. Nice. Wie viele Karten sind jetzt explodiert? Hat jemand mitgezählt? Ich glaube, zu viele, ne? Purple Steak geschafft. Oh, wie geil ist es. Aber viele Karten gewastet, oder? Also zumindest eine Glaskarte ist da kaputt gegangen. Ja, eine ist okay. 14 Könige haben wir. Purple Steak. Knafft. Und das mit den Jokern oben. Seht euch mal den Schmutz an da manchmal zwischendrin. Boah, ja, ja, ja. So Endless werden wir wahrscheinlich nicht großartig zocken können jetzt. Each played King of Hearts gives times 2 mult when scored. Das wäre ein guter Joker zum Beispiel, wenn der nochmal schön polychrom wäre. So, vielleicht gibt es noch einen König. Nope. Dann nehmen wir den nicht. 410.000. Wir wissen, wir können das schlagen. What the heck? Four of a kind nehmen wir trotzdem mit, klar. Haben wir jetzt ein anderes Deck bekommen oder was ist hier los? Und Tower, weg. So, da haben wir 5 Könige und 2 Stilkarten. What? Achso, wir haben kein King of Hearts gehabt, oder was? Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich.
Das ist der kürzeste Endless Mode, den ich je gespielt habe. Ja. Es ist der mit Abstand kürzeste Endless Mode, den ich je gespielt habe. Aber auch das ist nicht so schlimm. Purple Steak geschafft. Jetzt ist, glaube ich, alles offen für die höchste Schwierigkeitsgrad, für den höchsten Schwierigkeitsgrad in diesem Spiel. Für Gold Steak. Oder? Nein, noch nicht mal. Orange kommt oben drauf. Booster Packs kosten $1 more per Ante. Das wird ja ein Spaß. Vielen Dank fürs Zusehen, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen oder ein Like oder einen Comment da oder ein Abo. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns gerne in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.